So, liebe Leute, es geht weiter bei Thimbleweed Park und wir müssen heute den Boris befreien. Die Vorgeschichte von der Dolores und von Ransom, dem Clown, die haben wir jetzt hinter uns. Und beide sind ja irgendwie auch verdächtigt worden, den Mord begangen zu haben. Und der Boris, der ist niedergeschlagen worden, ich glaube in Folge 2 oder 3. Seitdem haben wir ihn ein bisschen links liegen lassen, jetzt wollen wir ihn aber befreien. So, wir haben nicht viel im Inventar. Achso, und was mir einfällt... Entschuldigt bitte nochmal, die letzte Folge, da hat es Probleme wohl beim Upload und beim Komprimieren des Videos auf YouTube gegeben. Die ersten 2 Minuten 16 waren ein bisschen schlecht von der Grafik. Mein Originalvideo war leider okay. Kann ich jetzt leider nichts mehr dran ändern. Ich wollte es auch nicht nochmal neu hochladen. Ich denke, das ist aber okay, ne? Also, wir gucken hier mal ein bisschen rum und was mir zuallererst ins Auge fällt, ist natürlich wieder ein Staubkorn. Nimm's doch. Bitteschön. Was haben wir hier? Ein Skelett. An arm extended in friendship or supplication? Hard to tell. Certainly looks fake. Dann nehmen wir es doch mal mit, oder? It's made of plastic. No murder here. Gut, du hast ja noch einen echten Mord, also der ist jetzt viel wichtiger. Die Gute hier, die Angela, die lassen wir erstmal aus. Der muss das alleine schaffen. Wir schauen das Ventil an. Looks like this valve has been welded into position forever. Dann brauchen wir es auch gar nicht zu probieren, oder? I can't turn it. War klar. Also, staubige Kisten schauen wir an. The only thing I'd get from poking around these boxes is a case of sneezes. The only thing I'd get from poking around these boxes. The only thing I'd get from poking around these boxes is a case of sneezes. Hier geht's weiter. Jetzt kommt bestimmt gleich LeChuck um die Ecke. Nehmen Staubkorn. Ja, ich bin ein bisschen jetzt beim Monkey Island gefangen. Gleich ein Fahrstuhl vielleicht. Tunnel. Ein Staubkorn. Notfallnummer. Jochen Fesselmann, Fosselmann. Schauen wir mal an. Looks like someone knew I was gonna get stuck down here. Unless my kidnapper wrote that as a trap. Only one way to find out, I guess. So, die wird geöffnet. Was haben wir denn da? Münztelefon, ja. Schade, keine Münze, ne? Wir gucken mal in die Münzrückgabe. An empty coin return slot. Ist sowas aber auch. I'd say that leads somewhere I don't want to go. I'm looking for an escape route, but I'm looking to go up, not down. Na gut, na gut. Eieiei. Können wir das benutzen? Auch ohne Münze? It needs a dime to work. War klar. So, das Tor können wir nicht öffnen, oder? I can't budget. Man muss es ja einfach mal probiert haben. Vielleicht ist es ja auch offen. Okay. Also, kein Schlüssel. Hier kommen wir nicht weiter, hier kommen wir nicht weiter. Staub haben wir gefunden, wie blöd. Und finden auch noch mehr. Hier ist nichts zu entdecken. Tunnel ins Nirgendwo. Können wir den öffnen? I can't open that. Ja, dann können wir es halt nicht. I can see a quickie pulse door. It's sealed shut. No way to open it. Ach, das ist aber fies. Was ist denn hier alles drin? Das Fingerabdruckset. Ah, hier haben wir das Klebeband drin, was wir brauchen. Hm? Das Fingerabdruckverzeichnis haben wir noch und eine Blume. This valve has also been welded into position. Ist aber schade. Looks fine to me. So, was können wir denn alles entdecken hier, liebe Leute? Nicht viel. Ist hier doch noch mehr? It's my specks of dust. Also, wir öffnen das hier. There's mal. A fingerprint brush, a small amount of fingerprint powder, but it's missing the fingerprint tape. War klar, ne? Das war jetzt natürlich klar. Das gibt es nur auf der Post. Auf jeden Fall ist das hier schon mal kein Labyrinth. Das ist auch schon mal die gute Nachricht.
Looks like someone knew I was gonna get stuck down here. Unless my kidnapper wrote that as a trap. Only one way to find out, I guess. It's already pushed into place. I can't push it further. I'm looking for an escape route, but I'm looking to go up, not down. Müssen wir mal das Telefon benutzen? Hm? Nee, geht ja gar nicht ohne Dime. So ein Pech aber auch. Ja, kratz dich mal im Kinn, ich bin am Überlegen. Ich kann es doch auch nicht ändern, Boris. Sei doch mal nicht so ungeduldig. Unglaublich. Also wir öffnen sie trotzdem mal. The only thing I'd get from poking around these boxes is a case of sneezes. Doch, hier irgendwie? It's sealed shut. No way to open it. I can't open that. Ich kann nicht, ich will nicht, ich mag nicht. Hast du noch was anderes drauf, Boris? Hier, wir haben ein Problem, ja? Wenn ich das gar nicht alleine, muss ich da die Angela von außen bequemen? Also, wir können ja mal gucken. Wie hieß der Laden? I can see a Quickie Pal store. Quickie Pal, okay. Also, probieren wir es andersrum. I need to stay focused and solve this murder, so I can do what I need to do. Alles klar. Vielleicht kann ich den gar nicht allein retten. Wo ist der Quickie Pal? Die Arcade. Bunny Saloon, nein. Rickys Torten, auch nicht unbedingt. Pete's Pet Emporium, nein. Das, Diner. So, hier hinten ging's ja nicht raus, ne? Doch, ging's mittlerweile. Jetzt ja. Keiner da? Hello, Reno. Yes, sir. Yes, sir. It is, quite annoying. No, sir. Yes, sir. They have been taken care of. Yes, sir. Permanently. Oh, yes, sir. Violently. No, sir. Yes, sir. Yes, wrestling was quite good tonight. Goodbye, sir. Was war das? Wir wissen es nicht. So, hier sind Toiletten. Hier ist ein Toilettenschild. I'd rather wait for the hotel bathroom. Du gehst da trotzdem rein. Lichtschalter sind gut. Ach, ihr Git. Also. No way am I gonna look in there. I don't wanna pick that up. Dann lass es. Ein Trockner. Ein Spiegel. Das mit Röhren hier. It's stuck. Sitzabdeckungen. Git. Ugh, they're all used up. Wasser kommt. Der geht auch. Staubkorn nehmen wir natürlich mit. Das nehmen wir auch mit. Ah, ich kann ihm auf jeden Fall einen Dime runterwerfen. Ha! Dann kann er anrufen, wenn es nicht weitergeht. One sheet is enough. Echt? Du weißt doch noch gar nicht wofür. Augentropfen. Nein, du doch nicht. Oh no. Why am I so cynical? I just want to be successful and have the other agents like me. Oh. Sentimental. I feel better. I'd rather not. I can imagine what it looks like in there. Komm, mach. Und jetzt ist aber sauber da drin. I'd rather not. I can imagine what it looks like in there. Können wir wie immer in solchen Spielen
That would just clog it up and flood the bathroom. Ja, darum geht's doch. Darum ging's auch damals im Flugzeug. Na gut. Movietron Beta Rent 3000. Da ist er. Oh, was haben wir denn hier alles? Bärenabwehrspray. Take it. It was a sample from a traveling animal repellent salesman. But I doubt if it actually works. I wouldn't want to find out. Okay. Welcome to Quickie Pal. Can I help you find anything? Ja, die Map, die wollen wir doch haben. There aren't any maps left. Sorry, little dudette. The sheriff came by a bit ago and nabbed all the maps. Ja, schon wieder. Didn't even pay for them. Something about immature dominion or something like that. Fleischfressende Pflanze. Die Cola ist aber doch bei der Dolores, oder? It's a video camera. So, ein Briefschlitz, okay. It's an I'm sorry your face won't come off card. There's a picture of a clown with big hair. No thanks. Sure are a lot of them though. Guess no one's really sorry about this. Let me know if I can help you find anything. Ja, ich komme auf dich zurück, danke. Hier ist nix. Hier ist gar nichts. Nichts gibt es hier. Wanna buy a fine leather jacket? Nein. Lotto, es gibt auch hier wieder Lotto, ja klar. Sehr geil. Hi there, I'm Quickie Pal Leonard. How can I help you? I'm Special Agent Ray. I'm not Holden, if that's what you're thinking. Nee, eigentlich nicht, aber das interessiert mich. Do you know anything about the body by the river? No, but I heard the sheriff nearly ralphed when he saw it. Das ist auch ein Weichei. The only bods I've seen lately are the righteous babes on the top shelf of the magazine rack. I'm not surprised the only women you see naked are in magazines. So, verdächtige Aktivitäten in der Stadt, ja. Have you seen anyone acting suspiciously around town? Actually, now you mention it, I did see something suspicious a couple of nights ago. I was on the late shift getting ready to close up and grab some za, when Willie the town bum walks in. Was totally whack when I think about it. Hmm. Why did Willie seem suspicious to you? Well, normally we have to toss him out because the dude smells grody and he never has any money. But for the first time in forever, Bro pulls out this wallet and flashes a fat stack of dead presidents. I thought it was kind of bitching when he bought out the liquor cabinet. Aha, könnte die Brieftasche, die sie gesehen haben, Willy gehören? Natürlich nicht. Could the wallet you saw have belonged to Willy? Oh, no way! That wallet was his! Figured he got lucky and found it. Whoa, whoa, whoa. But come to think of it, I'm pretty sure the wallet had some weird red stains on it. At the time, I thought it was the cherry mouthwash he drinks, but it could have been blood. Yeah. Okay. So, what's your deal, Leonard? Dude, how do you know my name? Are you like telepathic or something? No, you just told me your name, and it's also on your name tag. Ich sehe ein Staubkorn. Oh je, ich sehe ein Staubkorn. Do you like your job here at the Quickie Pal? Heck yeah! I got a freaking sweet deal here, with free coffee and minimum wage. Plus, I don't get many customers on the late shift, so I get plenty of time to think. Rüber, wie scheiße dein Leben läuft? You said you get a lot of time to think. I'm like an abstract thinker, way ahead of the curve, man. My mom says I should be more like my cousin Bernard, who got a scholarship to MIT. But why be like that dweeb when I could be like Chuck Edmund? Mm-hmm. Tell me about Chuck. He's my freaking hero, man. Dude never went to college, just started building his machines when he was a kid. That guy made this town rich, just by doing what he loved. So eine schöne Message, oder? You seem to really admire Chuck.
That's why I dropped out of high school. I don't want to live my life for the man like some peon in a polyester cage. No offense. Offense taken. These flickering lights are going to drive me insane. Yeah, it's a trip, isn't it? Oh, they're even better if you get a little toked up and, I mean, yes, officer, I'll get those fixed right away. Okay. What do you think about the state of the town? Just ignore the losers who say this town is over. I mean, pff, not even. We got everything a person could ever need here in the Quickie Pal, for one. Das überzeugt mich. I'm going to look around your store. Yo, ich nehme mir den Staubkorn mit. Das Staubkorn, Entschuldigung. Mich interessiert eigentlich viel mehr dieser Deckel hier draußen. Need an I'm sorry card? We have a great selection. Nein. So. Looks pretty dark down there. Wait, I see Reyes. Aha. Agent Ray, I have sort of a situation here. Of course you do, rookie. Also bitte. What the hell happened? You better not be screwing up my case, Reyes. I'm not. I swear. I was in the alley behind the diner looking for clues, totally following agent protocol, and I was jumped. They knocked me out cold. Are you okay? No injuries that will require you to stop working the case? Das ist das Einzige, was mich interessiert. Damn. Not bleeding out and about to die or anything? I thought the playable characters couldn't die in adventure games. That depends on who was making them. But unfortunately, I think you'll be all right. Sehr geil. Okay, so, haben Sie den Typen gesehen, der Sie umgehauen hat? Did you get a look at the guy who whacked you? No, they hid me from behind, so I never saw their face. So might Mensch. Not have even been a guy. Good point. A girl could easily take your scrawny ass out. Oh. Hey! So we're looking for a suspect of unknown gender, age, race, height, and weight. Great job as always, Agent Reyes. Gefällt mir gut. Gefällt mir gut. Have you looked around the sewers yet? Yeah, I had a look around. I can't see any exits, but there is a phone down there. Great. Did you call someone? I can't. It's a payphone and I don't have any dimes on me. Ja. Get out of the way, Reyes. I'll drop you a dime. Ich muss wirklich anrufen. Nein, bitte. Bleibt liegen und roll nicht irgendwie noch darunter. Ah ja, gut. Dann ist ja in der Tat das Gespräch beendet. Wir nehmen das Ding mal. Und dann gehen wir doch mal telefonieren. Vielleicht ist es gar kein Telefon für Rätselhilfe, sondern tatsächlich ein Telefon, um mit meinem Entführer telefonieren zu können. Toll. There's a dime in the coin return. Wir brauchen erstmal ein Telefonbuch. Wo war denn das nächste? Oh nein, schon wieder ein Staubkorn. I can't reach that. Wieso kannst du es nicht nehmen? Das ist ja mal interessant. Sie kann es nicht nehmen? Oder sie will es nicht nehmen? Hier war doch irgendwo ein Telefonbuch, oder? Hier in der Nachbarstraße, bei der Bushaltestelle, meine ich. Da. Quatsch. Hau an. Fessel, Fossel, Fesselmann. Rufen wir den mal an, vielleicht kann er mir helfen. Tja, dann gucken wir unter Jochen. Krieg dich schon. Wie viele sind das denn hier?
Jochen Fosselmann 2407. So, bitteschön. Na? Also nochmal. Nehmen die Münze. Empty coin return slot. Ja. Da vergisst man ja fast die Nummer in der Zwischenzeit. Help! I'm trapped in the sewer. Please call the authorities and let them know. You'll notify someone? Thanks. Was? Warum sollte es nicht der sein, den ich anrufen muss? Fosselmann? Jochen, Notfallnummer. Bitte. Gehen wir nochmal. Help! I'm trapped in the sewer. Please call the authorities and let them know. Yes, it's me again. Okay, sorry. It needs a dime to work. Ja, du sollst die auch nehmen. That doesn't seem to work. Nehmen. Wen soll ich jetzt anrufen? Nur noch andere Telefonbücher? Vielleicht lügt das. Wir hatten doch noch eins. Wahrscheinlich in der A Street, oder? That. Verstehe ich jetzt nicht mehr. Nickel News, ist noch irgendwo ein Telefon hier? What happened to my dime? Alles gut. I lost my dimes somewhere. Hier ist keins. I lost my dimes. Ja, musst du verloren haben. Tut mir leid, mein Lieber. Plötzlich nicht mehr ran an die Staubkörner. Auch sehr eigenartig. Kommt denn hier noch am Highway? Ich dachte jetzt schon an Staubkorn, um Gottes Willen. Ich sehe nur noch Staubkörner hier. Es macht mich wahnsinnig. There's nothing up ahead but road. The town is in the other direction. Haben wir verstanden. Das ist ja auch nur gerade eine Verzweiflungstat. Dafür musst du leider Verständnis haben, liebe Angela. Jetzt läufst du hin, läufst wieder zurück. Zeitmarke. Jetzt komme ich irgendwie gerade nicht dahinter, wie das hier weitergeht. Also dieser Tipp. Wir holen uns mal die Map. Ist er denn da? Nein. Wo ist denn der Sheriff, wenn man ihn braucht? Dann ist er gerade der Pathologe, wenn das überhaupt die gleiche Person ist. Nee, hier ist auch niemand. Also auch keine Map. Leute, jetzt stehe ich in der Tat ein bisschen auf dem Schlauch.
Wie geht das hier weiter? The doors are locked and nobody's inside. It's the back door to the diner. It's the back door to the diner. It's locked. Auch hier kein Telefonbuch und kein Sheriff. I don't want to pick that up. Visitenkarte. Pigeon Brothers, Plumbing, Electrical and Paranormal Investigations. We don't monkey wrench around. Look us up in the phone book for help with leaks, sparks and frights. Vielleicht können wir die zu diesem Gulli holen. Das wäre auch noch mal eine Idee, dass die denn aufmachen. Jetzt ist die Frage, stehen die unter Pigeon Brothers, unter Taubenbrüder? Pigeon Brass Plumbing 1448. So bitte. Erstmal raus. I need to stay focused and solve this murder so I can do what I need to do. Hello, you've reached Pigeon Brothers Plumbing. We don't monkey wrench around. The signals are really strong tonight, so we'll only come out for paranormal-related plumbing and electrical emergencies. Please try us again later. Nah. Yo, Leute, ich hab grad keine Idee mehr. It needs a dime to work. Du sollst sie doch auch nehmen, die liegt doch da. Zehner. Mensch, Boris, also. Leute, ich habe wirklich keine Idee mehr, muss ich sagen. Und jetzt seid ihr gefragt, bitte denkt mal mit mir mit und gebt mir ein paar Hinweise, was man tun könnte. Wenn ihr das Spiel schon gezockt habt, dann macht immerhin aus den Hinweisen, die ihr mir geben könnt, immer noch ein kleines Rätsel. Ihr kennt das, ne? Jo. Bisher lief's gut, jetzt wird's schwer. Vielleicht ist es auch gar nicht schwer, vielleicht bin ich einfach nur blind und sehe gerade irgendwas nicht. Mal schauen. Wir werden gucken, wie es beim nächsten Mal weitergeht. Ich bin auf eure Kommentare gespannt und freue mich dann auf das nächste Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.